Taylor, komm her. Hier tagt die Familie. Du gehörst zur Familie. Nur so lange, bis was Besseres kommt. Ich war gerade dabei... Oh ja, du warst dabei, die Beute zu verteilen. Lass uns doch mal nachrechnen. Brooke 50%, Taylor 2. Du denkst wohl, dass dein Anteil ein bisschen zu klein ist. Es geht mir nicht ums Geld, Eric. Ich liebe euch, wisst ihr das? Ich liebe euch alle. Wir lieben dich auch, Taylor. Ach ja? Wann warst du mal da für mich? Mann, Kristen, so eine Scheidung durchzumachen ist nicht einfach. Dein Bruder wollte frei sein für Brooke. Ich weiß, du lebst tausende von Meilen weit weg. Aber so viel ich weiß, gibt es bei euch da unten in Florida auch Telefone. Ja, das stimmt. Du hast Tony und mir sehr geholfen. Es tut mir leid. Taylor, was hätte sie denn sagen sollen? Hättest du eine Scheidung durchgemacht, wäre ihr schon was eingefallen. Offensichtlich bedeute ich euch überhaupt nichts. Aber natürlich bedeutest du uns was. Und was? Was, Eric? Die ganze Welt wird glauben, dass meine Ehe mit Rich nur ein Scherz war. Nein, das ist doch Unsinn. Ihr habt drei wundervolle Kinder gezeugt zusammen. Von Rich, ausgetragen von Taylor. Ich war für euch eine willkommene Zuchtstute. König Richs Nachkommenschaft musste gesichert sein. Taylor, ich bitte Was ist? Weißt du, wie soll ich denn meinen Kindern zum Beispiel erklären, dass ihre Großmutter zutiefst bedauert, dass ihr Vater mit der falschen Frau verheiratet war? Ich verstehe dich. Wir haben Fehler gemacht. Schatz, wir lieben dich. So wie ihr Brooke liebt? Eure Gefühle sind doch nur geheuchelt. Taylor, du sei still, halt den Mund! Taylor, ich kann nachfühlen, wie es dir geht, okay? Ach, wirklich? Ja. Du konntest machen, was du wolltest. Es ist nie gut genug gewesen. Oh nein, das ist eher dein Problem. Weißt du, Thorn, ich war immer gut genug, jedenfalls so lange, bis ich es satt hatte, die Musterfrau zu spielen. Bis ich dachte, es wäre Zeit, meine Sünden zu gestehen. Haben dich die 2% so belastet? Das hat ganz und gar nichts mit den 2% zu tun. Wie oft hast du und Darla mich mit den Kindern zu euch zu Barbecue eingeladen? Niemals. Wieso nicht? Weil sie viel um die Ohren hat. Ja, ich weiß. Und sie war nicht die Einzigen. Ich war da für dich, als du schwer krank warst. Und auch als du erfahren hast, dass Dante der Vater deines Babys ist. Wann warst du für mich da? Felicia hat um ihr Leben gekämpft. Und ich habe um meins gekämpft, Eric! Schätzchen. Ja, alle wart mein Leben! Ich war immer für euch da und ich dachte, wenn ich euch einmal brauche, dann seid ihr auch für mich da und haltet zu mir. Wir sind doch da. Ja, schon wieder auf einem Familientreffen, zu dem ich nicht eingeladen wurde. Und du hast mich gebeten, in dein Büro zu kommen und anschließend rausgeworfen. Weil ich nicht käuflich bin. Oh Gott, bitte entschuldige. Ich wusste nicht, dass du gleich so empfindlich reagierst. Taylor, hör zu. Du bist Teil unserer Familie. Das hier ist keine Familie. Das hier ist ein Terrorregime. Und ihr seid wie Marionetten geführt am Gängelband von Königin Stephanie. Hör auf damit, Taylor. Wem wird heute die königliche Gunst zuteil? Ist heute vielleicht mal dein Mann dran? Oh, nein. Nein, die Nummer 1 ist und bleibt ihr. Ich muss gehen. Wenn du noch mehr zu sagen hast, dann sag es. Ich schlage vor, dass sich alle erstmal beruhigen. Sollten wir nicht unter 4 Augen sprechen? Stephanie, ich... Also, ich glaube, es ist besser, ihr geht mal kurz raus. Taylor und ich klären das unter uns.